Mundartkurse für fremdsprachige Kinder an Zürich. Mundartkurse für fremdsprachige Kinder an Zürcher Kindergärten. Bisher im Versuchsbetrieb durchgeführt, sollen diese Kurse nun von der Stadt und dem Kanton subventioniert werden. Das schlägt die Zürcher Zentralschulpflege den Behörden vor. Die Sachen von Arbeit. Wir sagen dem Erlebnismethode, weil wir probieren, dem Kind die Sprache direkt vom Erlebnis her zu lehren. Die Kindergärtnerin erteilt den Unterricht in Gruppen von 6 bis 7 Kindern. Im ersten Jahr wird der Wortschatz erweitert. Die gelernten Worte zu grammatikalisch richtigen Sätzen zusammenzufügen, lernen die Ausländerkinder im zweiten Schuljahr. Nur so können die oft isoliert unter Landsleuten lebenden Kinder die nötigen Sprachkenntnisse für den Schuleintritt erwerben. Ja. Man könnte sagen, das ist Muscheln und die anderen sind Müscheli. Aber viel. Sie haben jetzt Erstklässler, die die Ausländerkinder den Sprachkurs gemacht haben. Haben Sie Probleme wegen der Sprache mit den Kindern? Also ich habe eigentlich keine sprachlichen Schwierigkeiten. Ich kann mich gut verständigen mit allen Erstklässlern. Also sie sind eigentlich gleich wie die Schweizer Kinder. Und im Gegensatz zu meinen Drittklässlern, die ich das letzte Jahr hatte, da hat es derjenige gehabt, die mit dem Wortschatz gross